Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Grand Theft Auto Online. Was gibt's da zu lachen? Hi. Auf den Boden mit den Brüchen! Er hat gerade die Flugzeugtür aufgemacht und dann ist die Klappe runtergegangen, hat mich erschlagen fast. Jeder wurde ich gegen Boden gefetzt. Ja, es ging mir ungefähr so wie bei im letzten Part mit dem Rotorblatt, das mich unbedingt liebhaben wollte. Ja, wir sind im Human Labs, heißt nach wie vor sehr, sehr viele Vorbereitungsmissionen. Jetzt müssen wir das EMP abliefern, also wir dürfen schon mal vorkosten. Und der Michi, der Simon und der Steve sind natürlich auch wieder am Start. Oh. Und genau die werde ich jetzt alle einladen. So. Wow, Michi. Schauen wir mal, ob das diesmal besser klappt als beim letzten Mal oder ob wir wieder eine Stunde warten müssen. Ja, beide sind gerade einmal gestorben. Wie hat denn zwei Minuten Skill ausgepackt? So, da hat zwei schon mal angenommen. So, sieht gut aus. Wir kommen jetzt alle richtig seriös daher, ja, jeder hier mit seinem Anzug. Wir werden hier noch richtig professionelle Verbrecher. Definitiv. Außer am Simon. Was? Mit seinem Frack und seinem Cowboy-Hut. Treiben sie etwa Schabernack? Jetzt gut. Und der Michi immer noch mit seinen, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube $90,000 oder so kosten die Handschuhe oder 19.000, irgendwie sowas. Wenn man von 19.000 aus $90,000 für Handschuhe ist vielleicht ein bisschen. Ich finde auch $19,000 für ein paar Lederhandschuhe übertrieben. Ich war letztens schon zu geizig, 30 Euro für Lederhandschuhe auszugeben. Wenn man schon wenig Geld hat, muss man es auch sinnvoll investieren. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt auch wieder. So. Okay, cool. Ja, Tarnung sieht schon mal gut aus. Outfit Handlanger. Greifer, aha. Ja, komm, ich mache einen auf Greifer. Die Gotcha-Maske ist cool. Toll, das kann nicht mal meine Injection aushören, weil das letztes Mal durch eine Haftbombe gesprengt wurde. So. Lass meinen nehmen, wenn du willst. Ja, wir fahren sowieso beim Steve mit, hätte ich gesagt. Er hat wieder das gepanzerte Fahrzeug. Ich habe beim letzten Mal total vergessen, meine Maske aufzusetzen. Also irgendwie ist das vollkommen wurscht, ob man die aufhat oder nicht, kann es sein. Ja, ich glaube auch. Ich meine, ob die uns sehen oder nicht, ist doch eigentlich vollkommen egal, weil... Ja, man erschießt doch sowieso jeden. Ja, irgendwie... Das ist halt wirklich so. Ja. Haben wir wieder ein schönes Wetter. Ja, ne? Passt richtig. What the fuck? Wie weit müssen wir denn fahren jetzt? Nur 6,8 Kilometer. Liegt um die Ecke. Jetzt hat er schon wieder für Witze gereist. Kein Witz. Man hat er sogar gar keine Witze gerissen. Ich bin schockiert. Das war lustig. Ja, genau. Das war. Sehr lecker und interessant. Jetzt haben wir das eine Auto zweimal mehr vorbei. Da er bei Regen fahren. Ja, das ist echt ätzend. Okay, also wir haben alle schallgedämpfte Waffen bekommen. Gut, dass die Karre gepanzert ist. Alter, jetzt ist meine viertelte Rüstung schon weg. Was? Echt? Ja, krass, ey. Ich will den Schall bekommen und ich nicht. Bin ich hinter mir? Ja, ich sitze hinter dir. Da deinen Kopf an meiner Stahlmaske gestoßen werden. Ja.
bei Ring kann man hier echt nicht krass in die Kurven gehen, da damit man überall. Was labert der da eigentlich wieder die ganze Zeit hier mit Waisenhäusern, die zerbombt werden und bla bla bla? Okay, kann er jetzt bitte die Schnauze halten? Der Typ geht. Boah, aber ganz ehrlich, hoffentlich ist der nächste heißt irgendein anderer Auftraggeber, weil der Typ geht mir echt dann mehr nicht auf den Sack. Das ist ein bisschen anstrengend, ne? Oh nein, ich bin zum Hebel, als gefahren mit dem Heli nach oben zu fliegen, ist kein Heli. Also auf mich könnt ihr noch ein bisschen warten. Aber du bist doch noch mit deinem Monster Truck unterwegs, oder? Ja, genau, das ist wie zum Heli. Wollte ich zum Heli fahren, weil es schneller geht. Warum hast du denn kein anderes Auto genommen? Ich hab gerade Fragen. Ja, das eine, das ich eigentlich nicht wollte, hat er mich hier gesprengt und sowas. Das schnelle, keine Ahnung, das habe ich schon so oft gehabt, zwar ist schnelle. Ja, ein Auto, um schnell zum Ziel zu kommen. Wer braucht das? Nee, nee, nee. Ja, eigentlich gibt's sicher Helis. Jetzt mal waren sogar auch welche da, nur jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist immer. Das sind keine da. Immer vollkommen random. Noch 2 Kilometer. Wäre fast gewünscht, dass da beim letzten Mal auch keine Helis gestanden wären, dann hätte ich mir diesen spektakulären Tod sparen können. Dann hätte dann mich und ich einfach wären in irgendein Boot gestiegen und wären mit dem Boot hingefahren. Boah, ja, Hippies, tötet sie. Es gibt sie noch. They are alive. Wow. Boah, Alter, wie lahm der da unterwegs ist, ey. Wobei ich mit so einem Rostbus bin ich auch mal über so einen Feldweg gefahren, wo es geregelt hat, da fährst du wirklich gefühlte 5 km/h, also. Ja, ich hab's angeguckt, wo wir Fahrrad gemacht haben. Ne, ja. Aber jetzt weiß ich ja, wie man ordentlich die Pedale. Ja. Aber du hast, glaube ich, nur den Vollsprint dann gemacht, weil da war die Ausdauer so verkehrt. Ich glaube, da gibt's noch so ein Zwischending. Ne, gibt's gar nicht. Also zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch total wenig Ausdauer, jetzt habe ich ja fast voll. Jetzt dauert es auch deutlich länger, bis du weg ist. Achso, ja. Okay. So, Leute, das ist das Rad. Okay. Bräuchte mich da nicht ranschleifen. Ich brauche eine Weile. So, alle da rein? Oder? Ja, wir müssen alle in den einen rein. Also, das heißt, was dagegen, wenn ich fahre? Ne, ich wollte gerade fragen, ob vielleicht ein anderer fahren mag. So, ich schau jetzt mal, wie es aussieht mit. Oh, mit der, bei der Micro-MP habe ich fast keine Muni mehr, muss ich mal wieder. Kann nur so bitte fällen, wie ich das gerade hier mache, Alter. Okay, meine Pistole hat einen Schalldämpfer drauf. Ich habe auch ein Gewehr mit einem Schalldämpfer theoretisch. Mein Sturmgewehr und sogar mein Präzisionsgewehr haben beide Schalldämpfer. Bei dem Präzisionsgewehr ist zwar verschwunden und zwar irgendwie weggepackt plötzlich und da habe ich neues gekauft. Kann sein, dass da noch keine drauf sind. Muss ich mal auf die Karte schauen, wo du steckst, ey. Stimmt. Alter! Naja, gut, aber wir können ihm ja entgegenkommen, weil wir müssen jetzt zu Humane Labs da drüben, also. Ja, das musst du auch nur einsteigen, ne? So. Let's do this shit. So, und keinen Kratzer reinmachen. Ja, hier kommt das, ich fahr das links, oder? Ah ja, gut, dann. Hallo. Alter, seht ihr, wie das Ding da hinten leuchtet, die MP-Bombe? Ja. Sieht aus wie so eine Disco-Kugel. Gut, dass es ausnahmsweise mal keine Nuklearbombe ist. Halt, stell dir mal vor, ich fahr da irgendwo dagegen. Oh, oh! Ja, dann strahlen wir alle vor Freude, ja.
Selbstverständlich verfreude. Heute habe ich mit im Singleplayer mit Michael diese Mission gemacht, wo du nach dem Atommüll da tauchen musst. Ja. Das war extrem nice. So, ich bitte dich, mir nicht reinzufahren, Simon. Steig in den Disco-Wagen. So. Jetzt kann die Party steigen. Oh, Alter, das ist gut, ohne Witz. Ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist die Unterwasserwelt in diesem Spiel extrem geil. Ich hoffe, es gibt noch irgendwie eine Mission, wo wir auch mal tauchen müssen oder so. Ja, das wäre geil. Das wäre richtig nice, weil es gibt ja Delfine, Wale, also ich habe einen Pottwal gesehen, Orcas, Haie. Hammerhaie. Das ist voll krass. Die Disco-Kugel, Mann. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt hier mit Vollspeed irgendwo dagegen fahre, geht die hoch, ne? Ich bin der beste Fahrer der nördlichen Hemisphäre, also macht euch keine Sorgen, ihr seid in guten Händen. Na, guck mal, wenn der drin so ein Ding so blinkt und so weiter, und wir dann hier mit dem Auto fahren, wo sich einige elektrische Bestandteile drin ist, zum Beispiel das Radio, das ich gerade höre, ob das zusammen funktioniert. Besonders logisch. Naja, wieso? Ich meine, die ist nicht gezündet, die leuchtet halt nur. Ja, die leuchtet halt nur, ob ist gut. Alter, warum fährt hier ein Traktor? Ja, weil da jetzt einer fährt. Na, schön, dass bei Regen so wenig Autos unterwegs sind. Zieh mal zu mir, Max, da kommt alle zwei Tage die Gülle-Gemeinschaft Herten vorbei. Da wurde dich gar nichts mehr. Was kommt bei dir vorbei? Gülle-Gemeinschaft Herten. Achso. Das Gülle-Gemeinschaft. What the fuck? Riesig, da kommt jetzt ein riesig geschriebenen Anhänger. Ganz stolz draufsteht, Gülle-Gemeinschaft. wo ganz stolz draufsteht, unsere Scheiße wird gut verwendet. Wow. Biologisch abbaubar. Biologisch auf- und abbaubar. Ja. So, Jungs. Chill mal lieber, das ist da vorne schon. Wir müssen ja jetzt ganz ruhig bleiben. Kommt jetzt sehr unauffällig, wenn hier vier Männer aussteigen. Ja. Ich glaube, wir sollen gar nicht aussteigen. Oh. Ja. We've hacked in and put the CCTV on a loop. It won't be stable for long, so you'll have to move quick. Let me show you. Oh. I'm sending you the live feed. Okay. Oh je. Aha. Wie kann ich da wieder raus? Wir sollen uns merken, wo die Wachen sind, aber ich sehe da jetzt gar nicht mehr so viele. Nee, ich sehe da auch nicht viele Wachen. Aber ist einer oben auf der Treppe. Ah, das sind da, okay, bei den mit den Rohren, da kommt immer einer von links und bleibt dann. Okay, das war's schon, oder was? Wow. Okay, seid ihr alle wieder. Ah, okay. Ah, stopp. Du bist ausgestiegen. There are multiple Meriwether guards between you and the bay. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. The more damage the EMP does, the longer the lights will be out and the higher chance of a successful mission. Eigentlich müssten wir doch da reinkommen, oder?
Ja, ich glaube, wir müssen erst die Typen. Wir müssen erst Weg frei machen. Auf Silence. Silence. Oh. Okay. Das könnte da sein. Ich gehe mal kurz auf den Berg, okay? Sehe ich da besser rein? Ich sehe halt fast gar nichts, ey. Auf den Kameras hat man auch fast nichts gesehen irgendwo. Ja, es ist ja auch verdammt nochmal mitten in der Nacht. Ja. Dem. Wir haben nur noch 9 Minuten Zeit. So. Okay. Ich bin drin. Da fährt auch ein Auto irgendwie rum, das da patrouilliert. Ja, ja. Sieht man ja. Auch. Das Auto kommt her. Achtung. Wenn das hier vorbeikommt, Jungs, sollten wir uns das irgendwie snacken, oder? Ja, ich habe einen Schalldämpfer, Sturmgewehr. Ja, ich habe nur auf der Pistole einen. Soll ich das... Oh, so? Oh, ich glaube, die haben euch gesehen, oder? Scheiße. Oh. What? Ey, wir haben uns gesehen. Das ist klar. Wir gucken durch Wände durch. Okay. Okay, wir müssen anscheinend richtig aufpassen. Ja, ich merke schon. Wir sind sehr empfindlich. Ja. Röntgenblicke. Eieiei. Ja. Empfindlicher als jede Assassin's Creed-Wache. Als alle zusammen. Ich weiß vor allem jetzt nicht, ja, ich glaube mal, dass ich hab zumindest über den halben Platz die Scheibe von dem Fahrzeug bersten hören, also schätze ich mal, dass das die anderen auch gehört haben. Ach so, haben wir die. Ich habe da nicht drauf geschossen. Ich habe auch noch nicht geschossen. Ich hab eigentlich okay, wer hat dann nicht einen Schuss abgegeben bis jetzt? Problem war, ich konnte auf jeden Fall nicht auf den Berg da links fahren, ich habe da immer runtergefallen, aber ich probiere es nochmal. Also. Da hat man sich ja schon einen guten. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. The more damage the EMP does, the longer the lights will be out and the higher our chances of a successful mission. Der Typ am Eingang ist ja schon mal kein Problem. Ja. Da ist noch einer weiter hin. Ja, den hole ich mir auch gerade. Der dürfte auch. Machen. Oh. Hab ihn. Glaubst du, da kann man auch woanders rein, außer durchs Haupttor? Das Auto kommt wieder. Und dann. Okay. Scheiße, der im Auto sieht natürlich den Toten. Soll ich den versuchen abzuknallen oder soll ich einfach mal gucken, ob er uns nicht bemerkt? Nee, der wird uns bemerken. Schnell, mach den fertig! Scheiße. Wer hat ihn jetzt alarmiert? Ja, ich habe ihn nicht getroffen. Wahrscheinlich mit dem Typen. Ja, nee, das nicht, aber ich habe auf ihn geschossen, aber ich habe ihn nicht getroffen, weil er zu schnell ausgestiegen ist. Hm. Ja, dann gucke ich, dass ich das nächste Mal gleich drauf schieße, wenn ich da oben auf dem Bergchen bin. Ich hätte nämlich eigentlich schon früher schießen können, aber dachte halt, wir warten lieber. Wäre sowas. Oder ich versuche mich mal an dem Typ am Tor vorbeizuschleichen. Weil der schaut immer nur in eine Richtung. Wir müssen doch das Ding nachher da reinfahren. Ich glaube nicht, dass der da hübsch nicht bemerkt. Ja, aber dass wir zumindest irgendwie das Fahrzeug ausgeschaltet bekommen. Ja, okay. Aber den Typ muss ich sowieso. Na gut. Aber der ändert es doch nicht, wenn du den am Tor direkt abknallst. Oder meinst du damit, dass das nicht. Naja, dann sieht der vom Fahrzeug aus, sieht halt den sofort, der am Tor tot rumliegt. Ich sneak mich bei dem am Tor vorbei und erledige den hinteren. Dann warten wir, bis das Fahrzeug kommt und dann macht einer den am Tor platt und der andere den Fahrer. Den hinteren kann ich eigentlich auch vom Berg machen, theoretisch. Versuch mal den unteren, wenn der stehen bleibt, okay?
Den Hinteren. Ich hab ihn schon. Da läuft noch einer. Jetzt hast du ihn, oder? Hab ihn. Kann man Leichen irgendwie verschwinden lassen? Das Auto kommt. Oh, Micha, das ist ein schallgedämpftes, nein. Hat jemand den Typ am Tor im Visier? Ja, habe ich. Okay, gut. Wer nimmt den Autofahrer? Ich. Okay. Geht zusammen, oder? Ja, okay. Aber am besten hast du ihn ausgestiegen. Ich glaube nicht, dass es so gut ist, wenn man das Gas hört. Ah, warte, geht der vielleicht einfach? Boah, das wäre natürlich geil, wenn der jetzt einfach fährt. Boah, ja, der geht. Nee, das ist jetzt nicht geil. Ja, stimmt, der Sieg ist tief. Ja, das ist jetzt echt nicht geil. Scheiße, wir haben ihn doch erledigt, verdammt. Ja, ein Vorstand hätte das dann. Ja gut, dann muss Steve sich in den Kram verstecken nächstes Mal. Ja, ich hab gedacht, ihr schießt, ihr wollt den Wagen jetzt wegmachen. Ja, ich konnte nicht wissen, dass diese Dreckskarre gleich zu mir fährt, ey. Das ja, kann echt keiner wissen. Das war jetzt echt behämmert. Ich hab erst gedacht, der kommt in meine Richtung, wo ich den anderen Typ erschossen hab. Okay, aber dann war der Plan da, dann erledigen wir den einen mit dem Auto, wenn er rausgefahren ist. Und ich lasse den einen Typ am Tor wieder stehen. Ja, bis das Auto rausgefahren ist. Ja, bis das Auto rausgefahren ist, dann mache ich ihn platt. Und am besten geht Steve mit Max mit oder er bleibt irgendwie in dem Busch oder so. Klar. Nee, ich brauche auf jeden Fall Unterstützung, falls was schief geht. Ja, okay, also. Ich bei Max mit und dann gehen wir wieder auf den Berg und vielleicht können wir diesmal auch den hinten weiter ausschalten, weil Max ist nicht irgendwie... Ja, wir tasten uns ran, Freunde. Ist aber echt eine spannende Mission, muss ich sagen. Also, bockt sich. Ja, das ist eben durchdringbar. Das ist the bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. The more damage the EMP does, the longer the lights will be out and the higher our chances of a successful mission. You only need to take out the guards in your way. All right, good luck. Get to work. Okay. Logisch, da wo das Ding am meisten Schaden anrichtet, ist natürlich unwahrscheinlich, dass man es entdeckt, weil das sucht man ja auch nicht danach. Scheiße! Ah, okay. Das hat niemand gehört, dass der geschossen hat. Ah, puh. Gut. Oh, Alter, Michi, deine Sniper ist aber trotz allem ist immer noch laut. Ja, gut, hier hat gerade einer mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet und niemand hat's mitbekommen, also... Das hab ich aber auch nicht gehört. Das wundert mich. Immer. Okay, sie versteckt sich im Busch, sehr schön. Ja, Freunde, wie es weitergeht, müssen wir leider auf den nächsten Part verschieben. Jetzt wissen wir das jetzt bei Grand Theft Auto Online im Human Labs Raub. Mal sehen, wie es abgeht. Bis dahin, ciao, Leute. Und da rein.